Also, ich sehe da nichts. Ja, nee, ich auch nicht. Ich wollte nur den Text nochmal lesen. Danke. Ich würde mal sagen, wir probieren das mal. Okay. Wahrscheinlich auch wieder falsch. Sagen Sie, Lamiroir, woher wussten Sie, dass der erschossen wurde? Oh, war scheinbar richtig. Oh, juhu. Sofort nach dem Vorfall wurde am Tatort eine Nachrichtensperre verhängt. Dieses Dokument beweist das. In Ihrer Aussage haben Sie dem Gericht gesagt, niemand hat mir etwas von dem Vorfall gesagt. Außerdem haben Sie ausgesagt, dass Sie nichts gesehen hätten. Dennoch wussten Sie, dass Herr Letus erschossen worden war. Wie konnten Sie das wissen? Wie oft muss ich dir das Realitätsgefüge noch zerstören? Lamiroir, Sie verheimlichen dem Gericht doch hoffentlich nichts. Dieser süße Song von ihr hat doch etwas zu süß geklungen. Jetzt erinnere ich mich. Bitte lassen Sie mich meine Aussage ergänzen. Natürlich. Uns interessiert nur eins, die Wahrheit. Sieht irgendwie blass aus, hm? Sie hat etwas gesehen, ich weiß es genau. Selbst das Opfer hat das gesagt. Der Mann war in einem Schuss. Also war mir klar, dass der Letus erschossen wurde. Moment mal! Nur ein Blick und dennoch wussten Sie, dass es sich um Einschusslöcher handelte? Ich habe es sofort erkannt. Aber Einschüsse schon mal gesehen, wissen Sie? Sie haben die ganze Welt als Sängerin bereist. Sie müssen schon an viel gefährlicheren Orten als unserem Land gesungen haben. Ich gehe überall hin, wo meine Stimme benötigt wird. Solche Orte gibt es heute viele. Das ist wunderbar, Lemarois. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal so viel herumreise. Ich habe vor, mein nächstes Album im Ausland aufzunehmen. Die Studios haben dort einen anderen Klang, wissen Sie? Ich könnte auch auf eine stählerne Stimmbänder-Tour gehen. Dann wurde ich von der Polizei. Wie will sie das gesehen haben, wenn die Tür so aufgeht? Stimmt. Nach ihrer Aussage ist er kurz rein, die Tür so lang auf. Da kann sie die nicht gesehen haben, kann sie doch nicht. Geht gar nicht. Lamiroir, man nennt sie die Sirene der Balladen. Aber Lügen geziemen sich für ein solches Geschöpf nicht. Eine Abfuhr, die unserem Staatsanwalt alle Ehre macht, Herr Justice. Solche Abfuhr geziemen sich nicht für dich, Apollo. Hören Sie auf, Ihre Stirn zu polieren. Polieren Sie lieber Ihren Charakter, ja? Man traut doch eh nicht auch mal cool sein. Sehen Sie sich die Abbildung an. Lamiroir, Sie haben nur kurz durch die Tür geblickt. Richtig? Das stimmt. In dem Raum waren Einschusslöcher, ja. Aber die waren doch genau in der Wand, in der auch die Tür ist. Verstehen Sie? Angenommen, Sie haben nur kurz in den Raum geblickt. Dann hätten Sie diese Einschusslöcher nicht sehen können. Oh! Lamiroir? Ja? Ich fürchte, die Verteidigung hat da ein gutes Argument vorgebracht. Es scheint so, als hätten Sie etwas verheimlicht. Und ich muss Ihnen das sagen? Was? Und muss ich Ihnen das sagen? Ich muss Ihnen sagen, was ich gesehen habe? Ja. Die Vorkommnisse in diesem Prozess werden dokumentiert. Und ich bin mir sicher, dass in Borginien darüber berichtet wird. Sie verstehen, dass Ihr guter Ruf auf dem Spiel steht. Den sollten Sie wahren. Ich finde ja,
dass es absolut nichts bringt, sie ins Kreuzverhör zu nehmen. Aber sie weiß, wie Herr Letus gestorben ist. Und er hat sie als Zeugin genannt. Sie müssen etwas gesehen haben. Oh gut. La Miroir, bitte machen Sie mit Ihrer Aussage weiter. Na gut, dann will ich mal. Haha. Ich war auf dem Weg von der Bühne zum Backstage-Ausgang. War so etwas wie ein kleines Fenster. Ich habe durchgeschaut. Ich habe zwei Schüsse und ich konnte es nicht verhindern. Aber Machi hat es nicht getan. War ein Erwachsener, da bin ich mir absolut sicher. Sie waren also Augenzeugen der Tat. Und der Mörder war ein Erwachsener, sagen Sie? Ach, das höre ich jetzt zum ersten Mal, versichere ich Ihnen. Geschickt eingefädelt, Stirni. Na gut, Stirn, Herr Justice, Sie dürfen mit dem Kreuzfeuer beginnen. Gut gemacht, Herr Bono, du hast recht mit Lemura. Was ist denn los? Du siehst ja nicht allzu glücklich aus. Die ganze Sache ist zweifelhaft, das ist los. Sie Machi entlasten können, warum hat sie es nicht von Anfang an getan? Moment mal! Ja, irgendwas ist faul an der Geschichte. Sie waren also auf dem Weg zur Garderobe. Ja. Das war also kurz bevor sie die Tür zur Garderobe öffnete und ihre Brosche verlor. Ungefähr zur selben Zeit, als Emma und ich die Schüsse gehört haben. Auf dem Weg zurück? Mhm. Haben wir einen Plan der Backstage-Dinger? Moment mal! Was genau ist denn so etwas wie ein kleines Fenster? Ja nun, Fenster ist das beste Wort, das mir dafür einfällt. Aber so sagt man dazu. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Gedanken, La Miroir. Ihre Wortwahl ist tadellos. Es gibt ein kleines Fenster in der besagten Garderobe. Vielleicht kann sich auch die Verteilung an dieses Detail erinnern. Dieses kleine Fenster in der Wand. Ich habe das Verbrechen durch dieses Fenster gesehen. Hm. Sie sind sich sicher, dass Sie zwei Schüsse gehört haben? Wir haben doch nur einen gehört, oder? Ja, ziemlich sicher. Auf dem Weg zum Backstage-Ausgang habe ich ein gedämpftes Geräusch gehört, so etwas wie einen Knall. Ich fragte mich, was das wohl war und guckte durch das Fenster. Da habe ich den zweiten Schuss gehört, nur viel näher. Tatort gab es zwei Einschusslöcher, bis jetzt also kein Widerspruch. Alles passierte auf der anderen Seite des Fensters. Ich konnte nichts machen. Aber Machi hat es nicht getan. Machi hat also nicht geschossen, da sind Sie sich sicher? Ziemlich sicher. Es amüsiert mich, dass Sie Ihre Aussage anzweifeln. Die Aussage ist doch zu Ihren Gunsten. Ist es nicht meine Aufgabe, Einspruch zu erheben? Genau, Apollo, was hast du dir nur dabei gedacht? Tosi, hören wir uns doch einfach an, was La Miroir zu sagen hat. Können Sie mir sagen, warum Sie sich so sicher waren? Sehen Sie? Okay. Ein Erwachsener, das ist schon etwas vage. Tut mir leid. Ich bin mit Ihrer Sprache nicht so vertraut, das weiß ich schon. Sicherlich konnten Sie aber erkennen, ob der Schütz ein Mann oder eine Frau war. Ein Mann, ein junger Mann. Und da sind Sie ganz sicher?
Seine Stimme wäre ganz klar zu hören. Stimme? Er hat was gesagt. Dieser Abbildung zufolge war es in der Garderobe ganz schön unordentlich. Wahrscheinlich hat sie deshalb keinen freien Blick auf den Schützen. Als Senkerin verlasse ich mich mehr auf meine Ohren als auf meine Augen. Wenn ich eine Stimme höre, vergesse ich sie nicht. Jene Stimme war die Stimme eines Mannes. Aha. Sie haben also eine Stimme gehört, aber Moment mal. Hätte das nicht auch die Stimme von Herrn Letus, dem Opfer, gewesen sein können? Das gewiss nicht. Habe ich nicht eben gesagt, dass keine Stimme vergesse? Wenn der Herr Letus gesprochen hätte, wäre mir das aufgefallen. In der Tat. Sie standen also am Fenster und hörten die Stimme des Schützen, eines jungen Mannes. Hallo, das ist eine gute Aussage, oder? Das beweist, dass Matschis nicht gewesen ist. Stimmt, er ist eine alte Frau. Ein kleines Kind. In der Tat. Wenn sich das als wahr erweist, wäre das ein anderes Licht auf den Fall. Was hält die Verteidigung von dieser Aussage? Tja, das ist jetzt die riesige Frage. Was soll man dann nehmen? Irgendwas scheint ja Apollo zu stören bei der Aussage. Ich frage mich, wie sie durch das Fenster da was hören konnte. Das Fenster war doch zu, oder keine nicht? Keine Ahnung. Wenn sie den ersten Schuss nur als dumpfen Knall gehört hat. Ja, da sieht man es leider auch nicht. Also auch nicht. Ich kann es gar nicht erwarten, bis wir den Blutfleck, den er hinterlassen hat, untersuchen können. Tja. Dass wenn da ein Widerspruch wäre, könnten wir ihn jetzt im Moment noch nicht beweisen, oder? Sehe ich dir auch nicht so. Also machen wir es einfach so. Nun, ich würde sagen, sie ist ziemlich gut, sogar ganz entscheidend. Das zeigt, dass Machi nicht der Schütze war. Oh. Das ist doch nicht ihr Ernst, Stirni. Warum denn nicht? La Miroir? Ich verstehe, warum sie Machi schützen möchten. Doch bedenken sie, sie sind die Sirene der Balladen. Und Lügen geziemt sie nicht für ein solches Geschirr. Ah! Oh. Oh, wollen die nicht. Oh. Der klaut unsere. Ja! Satz. Arschloch! Worauf will die Anklage hinaus? Bruno, was meint ihr denn? Warum zuckt keiner mit der Wimper, wenn er so ein Zeug vom Stapel lässt? Ich kann mich sehr gut an den Zustand am Tatort erinnern. Den Zustand des Raums? Ja, und daran, dass zum Zeitpunkt der Tat dieses Fenster geschlossen war. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie durch das Fenster eine Stimme hören konnten. Also Bericht, ich bin mir sicher. La Miroir. Ich habe den größten Respekt vor ihrem musikalischen Gespür. Aber meine Meinung von Ihnen als Zeugin ist nicht ganz so hoch. Oh wow. Aber sie ist die einzige Augenzeuge, die wir haben. Sie sagen es. Und das Opfer hat sie die Sirene als Zeugin genannt. Das ist richtig, das hat Herr Letus getan. Wir haben ihre Behauptung gehört, wir haben sie sogar in Betracht gezogen. Und jetzt sind wir hier, Herr Richter. Ja? Die Anklage beantragt, dass die Zeugin entlassen wird. Bitte. Ich fürchte, ich muss der Bitte der Anklage nachkommen. Die Glaubwürdigkeit der Zeuge ist wirklich zu bezweifeln. Aber wenn Lamiron nicht aussagen darf? Nein, wir können nicht aus Matschis Entschuldigung beweisen. Das Kreuzfeuer ist beendet, Staatsanwalt Gavin. Sie dürfen Ihren Fall weiter vortragen. Danke. Nun, wo waren wir? Ach ja, ich würde gern nochmal das Fräulein Inspektor befragen.
Moment. Lassen Sie mich noch ein letztes Mal die Aussage von Lamiroa anhören. Oh, das Kreuz war schon beendet. Bis zu einem Zeitpunkt, in dem sie wieder benötigt wird. Darf die Zeuge den Zeugenstand verlassen. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe war. Endlich sind wir wieder im richtigen Prozess zurück. Sind Sie bereit, Stirni? Ich hoffe, ich habe eben nicht meine einzige Chance verpasst. Freunde Inspektoren, wie weit waren wir, als wir so rüde unterbrochen wurden? Fragen Sie mich doch nicht. Es gefällt mir nicht, wenn ich dasselbe zweimal sagen muss. Und ich wiederhole nicht mal einen Song bei der Auszugabe. Hören Sie so nett, Frau Sky? Ich glaube, ich habe gesagt, dass der Mörder von Herrn Latus nur durch den Luftschacht in der Decke entkommen konnte. Ach ja, es gab ja nur eine Tür zu dem Raum. Und eine Zeugin, sie stand vor der Tür. Lüftungsöffnung ist nicht besonders groß, okay? Schränkt den verdächtigen Personenkreis auf Leute ein, die da durchpassen. Mir würde das sicherlich schwerfallen. Ja, das würde es. Aber sie waren ja sowieso nicht vor Ort. Der gesamte Backstage-Bereich war für Leute gesperrt, die am Konzert nicht beteiligt waren. Der Einzige, der deshalb als Mörder in Frage kommt, ist der Angeklagte. Welch virtuose Darbietung, das hätte ich selber nicht besser formulieren können. Sie hat das wirklich sehr klar deutlich gemacht. Allerdings ist mir beim Lesen des Berichts etwas aufgefallen. Oh, und das wäre? Die Umstände der Festnahme des Angeklagten. Die Umstände, Zustände, Umstände, hier wiederholt sich doch alles. Das stimmt ja, Bello. Erinnerst du dich, wie wir Machi gefunden haben? Das war schon sehr merkwürdig. Yep. Ja, sie hat recht. Warum ist der Leichnam von Herrn Letus aus dem Raum verschwunden? Und dann auf diesem Bühnenturm gelandet? Und das auch noch mit einer Gitarre in den Händen. Eine sehr aufmerksame Beobachtung, Herr Richter. Oh, danke, das war eher zufällig, wirklich. Aber man arbeitet ja schließlich schon lang genug an diesem Job. Da entwickelt man ein Näschen für sowas. Richter, ist ja richtig zufrieden mit sich selbst. Gut, Fräulein Inspektorin, vielleicht könnten Sie uns die offenen Fragen beantworten. Warum wurde die Leiche bewegt? Wie führt uns das zum Mörder? Will er uns jetzt echt sagen, dass dieser kleine Häftling diesen großen Brocken bewegt hat? Ich glaube, Machi hat die Leiche wegen eines Songtextes gestohlen. Hat die Leiche passend zu einem von Lamoirs Songs bewegt. Niemand in diesem Land hatte ein Motiv für den Mord an dem Opfer. Machi hat praktisch seine Unterschrift und Tatort hinterlassen. All diese Beweise deuten klar auf den Angeklagten hin. Okay, das bezweifle ich mal. Lamiroas Song? Ja, die Gitarrenserenade. Sie haben den vorhandenen Code auch bemerkt, oder? Den Code? Alle Ereignisse an jedem Tag werden in diesem Song beschrieben. Als erstes wurden die Schlüssel gestohlen, die mein Herz so festhielt. Dann ging Staatsanwalt Garvins Gitarre auf der Bühne in Flammen auf. Eine Kugel raubte Herrn Letus das Leben. Den Rest muss ich wohl kaum erklären. Gitarre, Gitarre, gemeinsam zum Himmel empor. Das ist verrückt. Das klingt ja wie ein Märchen. Zugegeben, ich hatte den Song total vergessen. Aber da war er, wartete auf mich auf das große Finale. Hey, du weißt doch, dass ich derjenige war, der das... der das zuerst aufgefallen war. Hast du was gesagt, Tussi? Hey! Ich habe ja schon gehört, dass man zu Liedern Seil springt oder Abzählreime aufsagt. Aber morden? Die Welt da draußen ist rücksichtslos, Herr Richter. Na schön. Das war nun ein Lied und ein Tanz. Und jetzt machen wir weiter mit dem Kreuzfeuer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich viel singen werde. Oh Mann, oh Mann.
Wer